Austragungsort dieser heutigen Partie ist die Vicarage Road, liebe Zuschauer, von der ich Sie daheim herzlich begrüße. Rolf Fuß und Frank Buschmann sind auch heute wieder die Kommentatoren und wir freuen uns sehr, dass wir dieses Spiel für Sie daheim an den Geräten übertragen dürfen. Young Boys Bern gegen PSV Eindhoven. Dieses Spiel verspricht eine Menge, Wolf. Ich glaube, das sehen Sie daheim genauso. Es kann gleich losgehen. Anpfiff und los geht's. Schöne Aktion. Edmilson Fernandes. Die Gastgeber setzen normalerweise gerne auf Konter. Heute auch wieder? Glaube ich schon, Wolf. Haben wir ja oft gesehen. Und sie haben die Spieler, die das richtig gut beherrschen. Was kann Mario Götze heute alles abrufen? Wie siehst du das? Er wird das Spiel hier heute gestalten. Das ist seine große Fähigkeit und dafür brauchen sie ihn auch. Sie versuchen es mit dem hohen Zuspiel. Was für eine Rettungstat, gehalten! Ecke kommt. Ball ist erstmal wieder raus. Götze. Madueke. Schuss kommt nicht durch. Ecke kommt in den 16er. André Ramalho. Ja, könnte was werden. Madueke. Gutierrez. Ja, das ist durchaus frustrierend für die Abwehr, wenn der Gegner so diszipliniert auftritt, wenn er das Kurzpassspiel so meisterlich beherrscht. Sibachö. Jetzt ist der Platz da. Jetzt der Volley. Er macht ihn rein. Leeres Tor. So einfach dürfen sie es ihnen natürlich nicht machen. Das nutzt er aus. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Madueke. Mauro Junior. Er hat den Ball. Gute Aktion. Nun Götze. Madueke. Schöner Angriff. Nebenleute bieten sich an. Zurück zu Mario Götze. Jetzt suchen sie die Lücke. Ist das der Ausgleich? Jetzt können sie klären. Er hätte sonst gefährlich werden können. Mario Götze. Gelegenheit zur Flanke jetzt. Guter Zweikampf. Schönes Pressing jetzt. Langsam wird es gefährlich. Schönes Dribbling. Und da werden sie doch noch gestoppt. Das war eine gute Gelegenheit. Gutierrez. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Der Ball kommt wieder zurück. Eran Zahavi, die gehen dazwischen, Ballverlust. Sibachö, Elia.
Klasse Vorstoß, da müssen sie aufpassen. Spielt den Ball. Gefährlich jetzt. Super abgewehrt hier. Und angezeigt jetzt eine Minute Nachspielzeit. Eran Zahavi. Gutierrez. Ein Tor haben wir in Halbzeit 1 gesehen. Und damit ist hier noch nichts entschieden. Von ihm hatten wir uns heute durchaus mehr erhofft. Ihm fehlt so ein bisschen die Bindung zum Spiel. So kann er kein positiver Faktor sein. So, weiter geht's. Durchgang 2, Anstoß hat Eindhoven. Eran Zahavi. Madueke. Sie müssen schneller spielen, dann könnten sie die Defensive überraschen. Aber dann schleicht sich doch der Fehler ein. Weg ist der Ball. Elia. Schön diesen Pass abgefangen. Nur noch der Torwart vor sich. Und damit ist der Ball weg. Lustenberger. Sibacö. Das ist jetzt seine Chance. Ball kommt. Sie sind da, Ball wird geblockt. Wirklich torgefährlich ist das am Ende nicht. Nee, den Kopfball trifft er einfach nicht richtig. Kommt nicht hinter dem Ball, viel zu ungefährlich. Nun wird es Wechsel auf beiden Seiten geben. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Schön dazwischen gegangen. Sibacö. Macht er gut. Und jetzt die Chance. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für Sie. Madueke. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Lustenberger. Sie gehen dazwischen. Und nun Götze. Da mit viel Übersicht. Tolles Tor. Das ist natürlich ein Volley, wie er besser nicht geht. Jetzt steht es hier 2-1. Eine enge Kiste. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Ein guter Pass. Ja, nicht der erste. Sie sind heute gut drauf. Edmilson Fernandes.
Lustenberger. Gefährlicher Steilpass, Ball kommt gut. Jetzt die Hereingabe. Ich glaub's nicht, sie treffen doch noch, der Ausgleich. Den hätte er natürlich gerne vermieden. Alles wieder offen hier, 2-2. Und wenn Sie hier noch den Sieg holen wollen, dann sollten Sie diesen Angriff tunlichst verwerten. Er holt sich den Ball. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Es gibt noch 2 Minuten obendrauf. Er spielt steil. Tor! Und jetzt liegen sie hier vorne. Was für eine Aufholjagd. Ist es wirklich zu fassen? Berühmt-berüchtigte, zündende Idee. Wie reagiert er jetzt? Schlusspfiff. Damit ist dieses Spiel also zu Ende. Die Gastgeber müssen sich mit einer Niederlage abfinden. Manchmal entscheiden Kleinigkeiten über den Ausgang so eines Spiels. Das war auch heute der Fall. Eine denkbar knappe Niederlage also am Ende. Und das ärgert sie. Das ist nicht zu übersehen. Hier war mehr drin und sie hätten natürlich auch gerne mehr geholt. Er war heute aus meiner Sicht mit Abstand der beste Spieler auf dem Platz. Wie siehst du es, Buschi? Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer.